Guten Abend und herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Das aktuelle Thema heute ist «Einen der mächtigsten Naturtriebe entfesselt». Christa Mewes, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin sowie Autorin vieler Bücher, warnt davor, dass Sexualsüchte mittlerweile eine epidemische Steigung erfahren. Der obligatorische Sexualunterricht mit pornografischem Material fördert diese Entwicklung und sollte daher schnellstens eingestellt werden. Kinder haben vom Säuglingsalter bis zur Geschlechtsreife ein extrem niedriges, quantitatives Niveau an Sexualhormonen, wie Hormonforscher heute nachweisen können. Sexualität hat hier kein Zeitfenster und infolgedessen an dieser Stelle auch nichts zu suchen. Es ist deshalb eine besondere Verantwortung der Erziehenden, Kinder auf diesem Feld vor zu früher Konfrontation mit der Sexualität der Erwachsenen zu bewahren.